Hallo Menschen, wie im Lesemonat angekündigt, möchte ich heute diese drei Bücher hier rezensieren, nämlich Dawn, Adulthood Rights und Imago. Das Ganze ist eine Science-Fiction-Trilogie, die früher Xenogenesis genannt wurde und später dann in Lilith's Brood umbenannt wurde. Auf Deutsch sind aktuell leider nur die E-Books lieferbar, aber es gibt, falls ihr dessen mächtig seid, diese wunderschönen, ziemlich coolen englischen Ausgaben, die es eben auch in gedruckter Form gibt. Aktuell werden ja so ein paar Bücher von Octavia E. Butler auch wieder auf Deutsch herausgebracht. Das heißt, ich habe Hoffnung, dass vielleicht auch diese Reihe hier irgendwann erscheint. Gleich mal zu Beginn. Ja, ich habe ein paar Kritikpunkte. Zum Großteil habe ich die Reihe aber geliebt. Und ich möchte quasi am Anfang eine kleine Warnung aussprechen. Der erste Band ist für Leute, die viel Handlung brauchen, vermutlich schwierig, ne? Weil es ist schon irgendwie viel Einleitung und Worldbuilding. Was mich persönlich nicht gestört hat, weil ich alles super interessant fand und die Themen mag, dazu später mehr. Aber ich muss zugeben, es sind viele Dialoge, also unsere Protagonistin stellt Fragen und ein Alien antwortet oder später kommen dann auch noch andere Menschen hinzu, dann stellen die Fragen und unsere Protagonistin antwortet und zum Großteil haben wir eben Erklärungen und erst so, ich sag jetzt mal plus minus im letzten Drittel, kommen dann eigentlich auch erst die Taten. Vielleicht funktioniert es besser, wenn man sich das so als eine, also die Trilogie als Ganzes eben betrachtet, denn Band 2 und 3 sind auf jeden Fall handlungsreicher und am Anfang muss eben ja erstmal so ein bisschen Worldbuilding erledigt werden. Genauso jetzt auch in dieser Rezension, denn ich möchte erstmal kurz grob erklären, worum es denn eigentlich geht. Die Menschheit hat sich durch einen Krieg, höchstwahrscheinlich einen Nuklearkrieg, ich glaube, das wird aber gar nicht so explizit genannt, aber prinzipiell an den Rand der Auslöschung gebracht. Große Teile sind unbewohnbar, es gibt nur noch ganz wenige vereinzelte Überlebende. Als eine Alien-Spezies, die sogenannten Uankali, sich quasi einmischt und die wenigen Überlebenden rettet und in eine Art Kälteschlaf auf ihr oder in ihrem Raumschiff holt und die Erde langsam ohne Menschen regeneriert. Und wir folgen dann Lilith, einer schwarzen Frau, also einem Menschen, die mehrmals geweckt wird in so einer Art Isolationsraum. Sie hat auch kein direktes Gegenüber, sie wird über Lautsprecher befragt und schließlich 250 Jahre nach dem Krieg dann eben so komplett aufgeweckt und dann trifft sie eben auch auf die Aliens, lebt mit ihnen, lernt von ihnen und ihre Aufgabe ist es dann später weitere Menschen quasi eben auch aufzuwecken, um sie erstens darauf vorzubereiten, wie man auf der Erde wieder neu anfängt. Denn es gibt keine Technologie mehr. Die großen Säugetiere haben alle nicht überlebt. Es herrscht zum Großteil Regenwald. Und zweitens, die Menschen eben ja, auf die Aliens einzustimmen. Also überhaupt den Fakt, dass es sie gibt und wie die aktuelle Situation ist. Aber eben vor allem auch den Preis, wenn man es so nennen will, den die Menschheit zahlen muss, um zu überleben. Denn es ist quasi nicht mehr ohne die Uankali, also diese Aliens, möglich, die sich auf eine Art mit der Menschheit verbinden wollen, die vermutlich nicht jedem gefällt. Und im ersten Band wird eben ja erstmal relativ viel erklärt, aber im letzten Drittel, Viertel passieren dann eben auch Dinge und wie es bei Octavia E. Butler wohl oft zu sein scheint, also zumindest auch in dem anderen Buch, was ich von ihr schon gelesen habe, wenn etwas passiert, dann ist das meist etwas ziemlich Furchtbares. Und was fürs Verständnis vielleicht auch noch wichtig ist, ist der Fakt, dass die Uankali quasi viel weiter sind als wir, als die Menschheit. Nicht unbedingt technologisch, das kann man so nicht nennen, weil sie quasi überhaupt nicht mit Metallen, Elektronik, Plastik oder anderen künstlichen Dingen arbeiten. Bei denen läuft extrem viel eben biochemisch quasi ab. Sie können quasi auch miteinander auf eine ganz andere Art und Weise Verbindung aufnehmen und kommunizieren als wir Menschen und die sind extrem weit im Gene Engineering, also ja, Genmanipulation und auch in der Krankheitsbekämpfung. Die können Menschen dadurch quasi auch ziemlich leicht manipulieren, also durch Stoffe, sage ich jetzt mal, im Hirn zum Beispiel ruhig stellen, aber eben auch heilen. So, und man könnte quasi sagen, dass sie ja Menschen wirklich so lesen können wie ein Buch. Wie gesagt, so wie die miteinander kommunizieren, können sie quasi auch in den menschlichen Körper hineinschauen und dann auch Veränderungen vornehmen. Wobei ihr Ziel eben nicht ist, die Menschheit jetzt irgendwie zu unterwerfen oder ständig unter Drogen zu setzen, sondern ganz im Gegenteil, sie wollen eigentlich miteinander interagieren. Ja, und natürlich sind sie irgendwo auch in der Raumfahrt viel weiter, wobei eben auch das nicht Technik so direkt ist, sondern es ist, also es ist eine Idee, die in der Sci-Fi relativ
häufig vorkommt oder zumindest nichts Neues ist. Die bewegen sich in einer Art Tier-, Pflanzen-, Mischwesen durchs Universum. Ich weiß, für Leute, die keine Sci-Fi lesen, klingt das jetzt gerade total abgefahren, aber eigentlich ist es eine ganz, also es wird ganz logisch, finde ich, in die Geschichte eingebaut. So, ein paar kleine Kritikpunkte, bevor ich dann ins Schwärmen übergehe. Ich finde, es ist nicht alles wirklich logisch immer, ne? Also warum lassen die Uankali Lilith zum Beispiel so lange mit den Menschen, die sie aufwecken soll, allein? Es wäre so viel einfacher, wenn die sich mal kurz zeigen. Also ich meine, es ist natürlich grundsätzlich eine gute Idee, die Menschen erstmal so ein bisschen auf die Aliens vorzubereiten, aber die lassen das so lange laufen, dass die Menschen Lilith quasi gar nicht mehr glauben. Sie hätten sich nur mal kurz zeigen müssen, aber stattdessen ist Lilith allein, muss dort behaupten, hey ja, da sind Aliens, ganz bestimmt, ich kann sie euch nur gerade nicht zeigen, steht dort irgendwie als Sündenbock da und muss sich ständig für etwas erklären, was sie ja auch nicht selbst gewählt hat. Und sie weckt die Menschen halt so nacheinander auf, damit das ein bisschen geordnet zugeht und alle aufgeweckten Menschen haben quasi wieder Zweifel und beschuldigen sie oder feinden sie direkt an. Und damit kommen wir jetzt quasi auch schon so fließend zu den Themen des Buches, die ich so interessant fand. Und ich muss es noch kurz betonen, hat dieses Buch nichts mit Corona zu tun, aber die Parallelen zur aktuellen Situation waren manchmal so beängstigend, vor allem was Wissenschaftsfeindlichkeit und Fake Facts betrifft, denn Lilith erzählt den Menschen Fakten. Das ist so, das ist die Wahrheit. Und die sagen entweder direkt sowas wie, glaube ich dir aber nicht, haben aber auch keine andere Antwort, oder sie glauben es ihr irgendwo schon, pöbeln aber trotzdem und beschuldigen und attackieren sie, weil sie mit der Grundsituation eben unzufrieden sind. Und ich meine, die ist auch wirklich doof, aber es ändert eben nichts daran, wenn sie derjenigen, die die Fakten hat, dann irgendwie ja nicht glauben oder sie anfeinden. Und weil ich das ganz frisch gelesen habe, musste ich an der Stelle wirklich ganz, ganz oft an Orwells Definition von Nationalismus denken, die sich eben nicht nur auf wirkliche Nationen bezieht, sondern eher so eine Art Denk- und Werteeinstellung meint, die zum Beispiel von Gleichgültigkeit gegenüber der Realität geprägt ist und auch ein klares Wir und Die da aufbaut. Und diese ja wortwörtliche Fremdenfeindlichkeit der Menschen gegenüber den Aliens wird wirklich gut beschrieben und ist meiner Meinung nach leider auch sehr realistisch. Denn jemand, der anders ist, wird hier dann auch sofort irgendwie so als Tier degradiert. Ne? Also man steht dann automatisch nicht mehr auf einer Stufe, nur weil das halt auch vom Äußeren her schon so ein bisschen anders ist. Und bestimmte Gruppen von Menschen versauen es in dieser Geschichte quasi einfach immer wieder und bauen jedes Mal wieder neue hierarchische Strukturen auf, unterdrücken und überfallen andere, vergewaltigen, rauben und ja, sind einfach nicht, also überhaupt nicht an einer friedlichen Koexistenz interessiert. Und da wirklich, also ich habe die Bücher gelesen und auch diese Rezension quasi vorbereitet, bevor die aktuelle Russland-Ukraine-Situation ist, und ich habe da schon hingeschrieben und man schaut euch die jetzige Welt an, und das kann ich jetzt nur noch mal unterschreiben. Also ich traue den Menschen einen Neuanfang langsam auch nicht mehr zu, und dabei gibt es in dieser Geschichte so viel Potenzial für ein wunderbares Miteinander. Ne? Wie gesagt, es gibt keine Technologie, keine Waffen eigentlich. Der Großteil der Menschen ist ausgelöscht. Man hat Raum und genug Nahrung und es könnte das Paradies sein. Aber es geht wieder schief und Andersartigkeit wird nicht akzeptiert. Und insofern war diese Sci-Fi-Trilogie nicht wirklich der Eskapismus, den ich mir vielleicht vorher davon erwartet habe, sondern es war eher sehr frustrierend und realistisch, dieser Gruppe Menschen zu folgen. Ein anderes großes Thema dieses Buches ist Consent oder eben ja, Zustimmung. Und das ist ja meiner Meinung nach jetzt auch kein Spoiler, darauf läuft das ganze Jahr hinaus. Wir haben 3 Bücher. Die Menschen und die Uankali stoßen natürlich irgendwann zusammen und dann machen die Uankali das aber auf eine so übergriffige Art, dass sie sich den ganzen Spaß vorher mit diesem Vorbereiten eigentlich auch hätten sparen können. Ne? Ich möchte das ganz kurz nacherzählen und dann noch ein bisschen mehr kommen. Die Uankali setzen quasi das Essen, also der Menschen, oder vermischen das Essen der Menschen mit Drogen, sodass die Menschen dann in so einer Hui, alles ist cool, Stimmung sind, und dann kommen die Uankali. Manche Menschen haben auch im Drogenrausch trotzdem irgendwie Angst oder werden ohnmächtig, aber andere nicht. Und dann kommt es schon zu ersten
engeren Kontakten, um das mal so auszudrücken. Und dass die Menschen, wenn sie dann irgendwann aus dieser Vernebelung aufwachen, natürlich das Gefühl haben, dass hier gerade etwas gegen ihren Willen geschehen ist, ist ja klar. Sie haben es ja auch nicht freiwillig gewählt. Sie waren halt durch diese Stoffe im Hirn so, ja, verändert, so stimuliert, dass sie dachten, oh ja, das ist bestimmt ganz schön. Wenn sie dann später drüber nachdenken können, dass ihnen das, dass sie dann nicht zugestimmt haben. Also was ist das für eine Art, einen Erstkontakt zu initiieren? Und ich muss auch sagen, dass es in diesem Buch, ich sage jetzt mal, 6 Szenen gibt, wobei eben Sex bei den Uankali doch irgendwie nochmal ein bisschen was anderes ist und anders abläuft, die mir trotzdem sehr, sehr unangenehm waren. Vor allem, da die Uankali durch eben, ich sag mal, diese biochemische Manipulation dafür sorgen, dass es den Leuten also eigentlich, also wirklich gefällt von der Stimulation her. Also es gibt quasi keinen schlechten Sex mit Uankali. Das ist also, sie können ja quasi diese Stoffe oder diese, ja, diese Impulse im Hirn auslösen. Und da ist halt einfach auch diese große, große Frage von Zustimmung versus jemanden zu seinem Glück zwingen, ne? Also die Uankali behaupten ja, dadurch, dass sie Menschen quasi, ja, lesen können wie ein Buch, dass sie die Körper der Menschen besser kennen als wir selbst. Und sie haben da irgendwo auch recht, ne? Also es ist auch so, dass sich die Körper dann teilweise nach den Uankali sehnen. Aber mitunter lehnen Menschen das trotzdem ab oder, ne, also erkennen das und sagen, okay, mein Körper will das eigentlich, aber ich will das nicht. Ich sage nein. Und da, ja, ist irgendwo so ein bisschen die Frage, was zählt da mehr? Also versuchen die Menschen quasi auch nur, sich selbst zu verarschen, weil sie halt nicht mit einem Alien Sex haben wollen. Und das ist, ich finde, das in der Geschichte ist es so klug gemacht, weil natürlich würde ich für unsere Welt, für unsere Gesellschaft sofort unterschreiben, nein heißt nein. Und in dem Roman hier eigentlich auch. Aber dann muss man halt irgendwo auch sehen, dass die Uankali halt so unglaublich viel gut machen und halt auch wirklich mehr wissen als wir und helfen und halt tatsächlich auch Vergnügen bereiten. Also selbst wenn sie deinen gebrochenen Arm heilen, bereiten sie gleichzeitig Vergnügen. Sie, ja, löst positive Gefühle in dir aus. Und manchmal ist es ja vielleicht auch wirklich nur eine Art Vorurteil, was in Menschen für Ablehnung sorgt. Andererseits denke ich mir halt natürlich, lass doch die Menschen bitte selber entscheiden. Und diese Frage von Freiheit und Selbstbestimmung wird aber auch nicht nur im sexuellen Bereich aufgeworfen. Und das geht dann quasi jetzt fließend ins nächste Thema über, nämlich Kolonialismus quasi. Oder halt die interstellare Form davon. Denn auch hier, wenn man das aus unserer Perspektive betrachtet, sind die Uankali natürlich eine Spezies, die sich einer anderen Welt aufdrängen. Ja, die Menschheit hat sich zwar fast gegenseitig ausgelöscht, aber das heißt ja nicht unbedingt automatisch, dass eine fremde Spezies das Recht hat, jetzt irgendwie alles zu ihren Bedingungen gerade zu biegen. Andererseits muss ich auch hier wieder sagen, die Uankali bringen halt wirklich so viel Gutes und Hilfreiches. Die tun eigentlich niemandem ein Leid an. Die töten nicht mal Tiere, die leben pflanzlich, die können nicht lügen. Also sie können natürlich einen Teil der Wahrheit irgendwie zurückhalten, aber die können nicht aktiv lügen. Durch ihre auch Nicht-Technologie, da das alles so biochemisch ist, sind die quasi auch klimaneutral, ne? Also wirklich, die haben einfach so viele positive Eigenschaften. Aber hat eine Spezies nicht trotzdem irgendwo das Recht, sich selbst zugrunde zu richten, ne? Also sollte man die Menschen lieber in ihren selbstinduzierten Untergang rennen lassen oder dürfen die Uankali die Menschen auch gegen deren Willen retten? Und falls ja, ist es dann immer nur zu deren, also zu den Bedingungen der Uankali, oder haben die Menschen dann noch was mitzureden oder haben sie da wirklich jegliches Recht quasi verloren? Und ich finde, das ist auch quasi im Laufe der 3 Bände total gut gemacht, weil sich das Bild, das man sich von den Uankali macht, naja, wandelt es gar nicht mal so korrekt, aber am Anfang stehen sie natürlich schon irgendwie so ein bisschen als die Retter da, ne? Also sie haben die letzten Menschen von der sterbenden Erde gerettet und die Erde wieder aufgebaut und so weiter und so fort. Und ich bin am Ende irgendwie immer noch der Meinung, dass die Menschheit mit den Uankali besser dasteht. Aber trotzdem gab es eben auch einige Handlungen, vor allem was dieses Übergriffige betrifft, die mir sehr unangenehm und aus unserer Sicht definitiv moralisch auch sehr fragwürdig vorkamen. Und es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten, wo die Uankali dann doch mal sowas sagen wie,
Hier verstehen wir die Menschen nicht, warum ist euch das so wichtig? Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass sie die Menschen eben doch nicht so gut durchschauen, wie sie gerne behaupten, ne? Also dass irgendwie manches an der Conditio Humana, wenn man will, für sie eben doch nicht verständlich ist. Und das stimmt, das mag vielleicht irgendwie was Unlogisches sein, also irgendwie so ein dummes, kleines, menschliches Verhalten, aber trotzdem, wenn sie das nicht verstehen, lassen sich dadurch natürlich auch ein paar andere Behauptungen in Frage stellen, die sie rausgehauen haben. Ne? Also wenn sie sonst immer sagen, wir wissen besser als ihr, was ihr wollt und braucht. Euer Körper sagt uns das. Und wenn wir das von eurem Körper quasi hören, dann machen wir das schon mal, auch wenn ihr sagt, ihr wollt das nicht. Und ich finde, das wird auch eine super, ja, interessante und auch teilweise mitreißende Art und Weise innerhalb dieser Geschichte immer wieder aufgeworfen. Ich muss auch nochmal betonen, wie schade ich das finde, dass ich dieses Buch so spät entdeckt habe. Das ist schon 87 erschienen. Es gab auch mal eine deutsche Übersetzung, also schon früher. Und ich las in meiner Jugend ja, also vor allem viel Fantasy, aber auch ein bisschen Science Fiction. Und hier sind Konzepte drin, die ich zwar inzwischen schon kenne, die nichts Neues mehr sind, aber wenn ich die mit 15 gelesen hätte, ich glaube, das hätte so viel für mich bedeutet. Zum Beispiel auch, dass es hier einfach mal, also nicht nur irgendwie so, also heterosexuelle Mann-Frau-Beziehungen gibt, sondern dass es da vielleicht auch noch was anderes geben kann. Nicht einfach nur, zack, Penis in Vagina, zum Beispiel könnten auch mehrere Personen beteiligt sein. Solche Konzepte werden ja angesprochen. Auch was Gender betrifft, das ist eigentlich total interessant. Es gibt bei den Uankali ein drittes Geschlecht, die Uloi, die mit dem Pronomen it bezeichnet werden. Und Uankali-Kinder allgemein sind eigentlich erstmal geschlechtslos. Manchmal haben sie aber eine gewisse Tendenz schon hin zu einem Geschlecht, werden dann auch von anderen Leuten schon mit sie oder er angesprochen. Aber das kann sich eben, also sie haben da eine Metamorphose und das kann sich eben nochmal wandeln. Also überhaupt die inzwischen simple Erkenntnis, dass Gender eben nicht fix ist. Und man, wirklich, ich glaube mit 14 oder 15, 16, keine Ahnung, hätte da so viel Klick gemacht in meinem Kopf, was ich sonst in meiner Umgebung nirgendwo so mal gehört habe. Und ich finde es auch zum Beispiel, ich finde es so bezeichnend, dass ja vor allem heterosexuelle Männer eben oft dieses it, also es, nicht benutzen, sondern er zu so einem Uloi sagen und ein großes Problem mit der Uankali-Form von Sex haben, weil sie ja das Gefühl haben, genommen zu werden. Also es gibt zum Beispiel einmal die Beleidigung eines Menschen gegenüber den Uankali, dass dieser Mensch sagt, ihr macht uns Männer zu euren Frauen, zu Menschenhuren. Und das sagt ja eigentlich viel, viel mehr darüber aus, was dieser Mensch von Frauen hält und nicht wirklich, wie das Verhältnis von Uankali zu Menschen, egal welchen Geschlechts ist. Und es werden in dieser Geschichte so viele Dinge angesprochen, die mir wichtig sind, die ich aber erst später gelernt habe. Und hier sind sie quasi wirklich in einer spannenden Sci-Fi-Geschichte einfach so nebenbei mit verarbeitet, was ich großartig finde. Eine Sache, die vermutlich etwas kritisch zu bewerten ist, bei der ich aber einfach absolut keine Expertin bin, deswegen wäre ich dankbar für Meinungen von Leuten, die sich da besser mit auskennen. Aber das ist nochmal so ein bisschen die Frage nach Ableismus. Die Uloi müssen quasi alles heilen. Also sie haben so ein Bedürfnis, wenn sie irgendwas sehen, was ihrer Meinung nach eben nicht der Norm entspricht, das zu heilen. Und das ergibt für ihre Spezies natürlich irgendwo Sinn. Also sie kennen so etwas wie Erbkrankheiten oder Krebs oder Fehlbildungen nicht. Und sie können dann quasi auch nicht akzeptieren, wenn ein Mensch zum Beispiel auch sagt, nee, lass mal, ich will das nicht verändert haben. Und also der Aspekt kommt vor allem im dritten Band nochmal groß vor, aber es gab da, finde ich, schon so ein paar grenzwertige Formulierungen, wo dann eben ja irgendwie auch so Worte wie hässlich oder fallen oder so Fragen, so warum willst du denn so und so sein? Ich könnte dich doch perfekt machen. Und da kommt natürlich wieder so ein bisschen die Frage auf, was ist perfekt? Und sowieso, also jetzt nicht nur was Ableismus betrifft, sondern überhaupt die Frage von Genmanipulation und die ethischen Dilemmata dahinter, die werden natürlich auch aufgeworfen, denn sie verändern die Menschen eben schon körperlich und vor allem dann die nächste Generation, was dann vielleicht auch wieder den Kreis halt zum Thema Consent schließt, denn ja, wer wählt diese Veränderungen? Das sind ja schon die Uankali, die herbeiführen. Ist es besser für die Menschen und so weiter und so fort. Um jetzt noch am Ende so ein paar Dinge einfach zu nennen, also zum Beispiel auch Schuldgefühle und Verrat spielen eine große Rolle, weil sich manche Menschen eben fragen, ob sie quasi so ihre Menschlichkeit verlieren, wenn sie sich mit den Uankali einlassen. Ist
ist diese Verbindung, ist es eine Symbiose, ist es eher eine Assimilation, ne? Lösen sie sich darin auf, sind sie noch Menschen? Außerdem spielt Religion, ist vielleicht der falsche Ausdruck, eine Rolle, aber ich sag mal eher so die Geschichten, die Menschen sich erzählen, um einen Sinn in ihrer Existenz zu finden, das kommt immer mal wieder vor. Und was, glaube ich, auch nochmal ganz interessant und bezeichnend ist, es gibt dann halt eine Gruppe Menschen, die sich von den Uankali entfernt, und was sind, ja, außer Häuser quasi das Erste, was sie mit wieder herstellen? Waffen und Geld. Und das, ja, also es gab so viele Sachen, wo ich mir beim Lesen kommentiert habe, so, oh Gott, ja, das ist so bezeichnend, und ich glaube, es könnte wirklich so passieren, genau so sind Menschen, und so traurig das teilweise ist, so realistisch fand ich es eben auch. Genau, jetzt habe ich ja natürlich zum Inhalt, vor allem der nächsten beiden Teile, nicht viel gesagt, ich will aber auch nicht spoilern. Ganz kurz nur vielleicht, der zweite Teil ist tatsächlich mein liebster, und es ist total selten für Trilogien, würde ich sagen, dass mir der Mittelteil am besten gefällt. Aber hier passiert eben weitaus mehr, und trotzdem hat man eben noch viele gute Themen zum drüber nachdenken, da das ganze Worldbuilding ja quasi schon erledigt ist. Und hier geht es eben ja irgendwo mit der nächsten Generation weiter, die auch ganz anders ist als die erste. Zum Beispiel können die schon mit 9 Monaten komplex sprechen, und das heißt, da kommt nochmal einiges so an Veränderungen in die Geschichte mit hinein. Und der dritte Teil war mir persönlich vielleicht etwas zu sehr auf Beziehung aus. Nicht falsch verstehen, es ist absolut keine Romance oder so. Also ich habe ja schon angedeutet, dass das bei den Uankali auch einfach ein bisschen anders funktioniert. Aber es geht halt schon sehr viel um Bindung finden. Und ja, war vielleicht nicht mein liebster Teil, aber insgesamt reiht es sich mit den Themen, die angesprochen werden, eigentlich ja, ganz, ganz gut eben in die Trilogie ein. Das heißt, nochmal als Fazit, trotz kleiner Kritikpunkte fand ich das wirklich super. Es ist einerseits spannend, ne? Wir haben hier Science-Fiction und Aliens und fremdartige Lebensarten, wie gesagt, zum Beispiel dieses Raumschiff-Pflanzen-Tier-Misch-Ding. Andererseits lässt es sich auch einfach gut thematisch diskutieren und natürlich auch auf unsere Welt beziehen. Und das ist eigentlich genau die Science-Fiction, die ich mag. Also spannend, mitreißend, aber irgendwo auch, ja, ich weiß nicht, ob ich das große Wort tiefsinnig rausholen würde, aber etwas, was auf jeden Fall zum Nachdenken anregen kann. Nur halt, das möchte ich auch nochmal erwähnen, es ist quasi das Gegenteil von Feel-Good oder Hope-Punk, sagt man ja manchmal. So zum Beispiel Becky Chambers finde ich auch ganz toll, zumindest den ersten Roman fand ich super. Hoffnungsvoll ist es nicht wirklich, darauf muss man sich einstellen, aber meiner Meinung nach lohnt sich das. Und das war's mit meiner Rezension. Ich würde mich super gerne noch ein bisschen mit euch über Octavia E. Butler oder speziell diese Trilogie hier unterhalten. Letztens hat in den Kommentaren jemand Wilde Saat empfohlen. Ich möchte auch auf jeden Fall noch mit ihr weitermachen. Letztes Jahr las ich ja die Parable-Reihe, und die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Das heißt, ich glaube, das ist aktuell gerade so eine Sci-Fi- und teilweise ja auch Fantasy-Autorin, die gerade sehr hoch steigt in meiner Anerkennung, und ich freue mich total, jetzt quasi noch mal so ein bisschen nach und nach ihr Gesamtwerk kennenzulernen. So, dann danke ich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit, und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.